Sport ist gesund, das weiß doch jedes Kind. Herz-Kreislauf-Patienten, insbesondere nach einem Herzinfarkt, benötigen eine ganz spezielle Sport- und Bewegungstherapie, die sich ihrer krankheitsbedingten Leistungsfähigkeit anpasst und obendrein noch Spaß macht. Am besten in einer Herzgruppe. Bei einer Herzgruppe handelt es sich um ärztlich betreute Gruppen, die ihre Mitglieder unter Anleitung von qualifizierten Fachkräften dazu befähigen, der Erkrankung aktiv entgegenzutreten. Die Betroffenen lernen dabei, mit der eingeschränkten körperlichen Belastbarkeit umzugehen und ihre persönlichen Risikofaktoren zu beeinflussen. Doch bevor es in der Herzgruppe richtig losgehen kann, erfolgt eine gründliche Untersuchung mittels Belastungs-EKG beim Hausarzt oder Kardiologen. Dabei wird die Belastungsgrenze des Patienten untersucht und die krankheitsbedingte Trainingsfrequenz festgelegt. Das gibt Sicherheit vor Überlastungen und ermöglicht dadurch bestmögliche sporttherapeutische Maßnahmen. Ihre Belastungsuntersuchungsergebnisse sind in Ordnung. Sie können in den Herzgruppen ein weiteres, ich denke, therapeutisches Ziel erreichen und deswegen würde ich Ihnen das empfehlen. Nun stellt sich die Frage, wie komme ich zu einer Herzgruppe? Und dazu ist einfach zu wissen, dass es Formulare gibt der Krankenkassen und der gesetzlichen Rentenversicherung. Diese müssen ärztlich ausgefüllt werden, werden verordnet und müssen danach von den Krankenkassen genehmigt werden. Danach können Sie in der Herzgruppe teilnehmen. So, jetzt kann es richtig losgehen. In der Gruppe macht Bewegung am meisten Spaß. Sie gewinnen neue Freunde und können sich gegenseitig motivieren. Manchmal kommen auch ganz besondere Gäste in die Herzgruppen. Hartwig Gauder. Er ist Olympiasieger und Weltmeister im Gehen und Mitbegründer der Walking-Bewegung in Deutschland. Und er ist ein Herzpatient. Ich unterstütze die Arbeit der Deutschen Gesellschaft für Prävention und Rehabilitation und natürlich auch die Arbeit der Herzgruppen, weil ich selbst einen Schicksalsschlag erlitten hatte und Probleme mit meinem Herzen hatte und weiß, warum es so wichtig ist, dort unter Anleitung Sport treiben zu können, den Körper wieder neu kennenzulernen nach so einem Event und damit dann auch wieder erfolgreich in das Leben einsteigen zu können. Entsprechend der regionalen Angebote trifft sich die Herzgruppe für 60 bis 90 Minuten. In dieser Zeit finden verschiedene Übungen statt, die Ausdauer, Beweglichkeit, Koordination und Kraft fördern sollen. Ein Fachübungsleiter gestaltet in Absprache mit dem Herzgruppenarzt ein auf den Patienten bezogenes Herzgruppenprogramm. Vorteil der Herzgruppe ist dabei die ständige Präsenz des Arztes. Werte sind in Ordnung. Am Anfang einer jeden Herzgruppeneinheit wird über die aktuelle Situation gesprochen, Befindlichkeiten erfragt und der Blutdruck sowie der Puls gemessen. Diese erhobenen Werte und subjektiven Befragungsergebnisse werden abschließend dokumentiert. Entsprechend der aktuellen Belastungsgrenze erfolgt eine Zuordnung, entweder in die Übungsgruppe oder Trainingsgruppe. Das Ziel der Herzgruppen besteht darin, die Folgen der Herzerkrankung zu kompensieren. Ein wichtiger Punkt für die ganzheitliche Therapie ist dabei die Gesundheitsbildung. Denn heute weiß man, dass Patienten, die gut Bescheid wissen, bessere Fortschritte in der Therapie machen, also einen besseren Krankheitsverlauf haben. Das hängt damit zusammen, dass ca. 50% des Therapieerfolges durch Lebensstiländerung und das Selbstmanagement des Patienten beeinflusst werden. Deshalb muss man lernen, wie man mit der Krankheit umgeht. Man muss verstehen, wie und warum die Medikamente richtig eingesetzt werden, was eine herzgesunde Ernährung ist, wie man Sport und Bewegung optimal nutzt und welche Techniken zur Stressbewältigung angewandt werden. Aber vor allem soll gemeinsames Lernen und gemeinsame Bewegung in der Herzgruppe Spaß machen. Daher legt man großen Wert auf ein abwechslungsreiches und vielfältiges Programm, was gemeinsam mit den Teilnehmern erarbeitet wird. Dazu gehören viele Aktivitäten, auch wie zum Beispiel Walking, hier mit Hartwig Gauder. Aber auch Schwimmen und Bewegen im Wasser bringt sehr viel Freude und tut unheimlich gut. Sport in der Herzgruppe kommt gut an. Ich bin schon mehrere Jahre dabei und fühle mich ja sehr wohl. Wir sind auch eine dürfte Gruppe. Bisher war ich allein und seitdem ich in der Herzgruppe bin, fühle ich mich besser verstanden und fühle mich dabei wohl. Seit ich regelmäßig die Herzgruppe besuche, geht es mir viel besser. Ich habe früher nie Sport gemacht und hätte auch zu Hause keinerlei Übungen gemacht. Ich hätte mich nicht getraut, aber hier in der Herzgruppe
ist ein Arzt dabei und ich fühle mich einfach sicher. Herzgruppen finden Sie überall in Deutschland, auch im Internet unter dem Herzgruppenverzeichnis www.herzgruppenservice.de oder den regionalen Landesarbeitsgemeinschaften. Und übrigens, mein Motto ist, fürchte dich nicht langsam zu gehen, fürchte dich nur stehen zu bleiben. Ich mache hier weiter, sogar sehr gern. Mit Sicherheit. Patienten, die keine Verordnung mehr erhalten, haben die Möglichkeit des Angebotes der Nachfolgegruppe der DGPR.